ITB 2019, 44 Technik steht im Mittelpunkt. Wir haben uns für ein Projekt entschieden von der Firma Virtuelles Bayern. Neben mir steht Bodo Backes. Und man muss sich damit schon ein klein wenig auseinandersetzen, was Sie dort liefern. Man muss sich ein wenig mit beschäftigen. Aber wenn man es dann gesehen hat, dann staunt man. Man fliegt über Bayern, das dreidimensional. Mhm. Was wollen Sie damit erreichen? Ja, unser Ursprung war damals 2014, ist das entstanden, die digitale Visitenkarte Bayerns zu generieren. Und zwischenzeitlich sind wir dann übergegangen, nur rein von der Tourismusseite auch eine ganze Themenwelt darzustellen. Am besten kann man es erklären, unser Anspruch war nie mit Google Maps oder sowas oder Google Earth zu konkurrieren, sondern unser Anspruch lag wirklich auf Bayern. Bayern mit seinen Sehenswürdigkeiten, mit all seinen Schlössern, dass man sich quasi orientieren kann. Wir haben ein Beispiel, was man auf unserer Seite sehen kann, vom Tegernsee und Schliersee. Da kann man wirklich hinfliegen. Man kann frei navigieren, man kann sich da drin bewegen. Man kann sich die Restaurants aussuchen, man kann sich die Mountainbike-Wege ansuchen. Man kann also allem, was einem Spaß macht, ja, jetzt mal aus rein touristischer Sicht. Und darüber hinaus wollen wir auch Projekte generieren, gemeinsam mit der Industrie oder auch mit dem Staat. Also mit dem Tourismus haben Sie begonnen. Das ist erst einmal sehr plastisch, was Sie dort zeigen. Ich finde es ganz interessant, dass Sie nicht nur die Region zeigen, sondern Sie gehen auch meinetwegen in ein Schloss rein. Ja, das ist auch einfach der Situation geschuldet, dass man eigentlich drei unterschiedliche Tiefenschärfen hat. Wenn Sie zum Beispiel in ein Schloss hineingehen, dann können Sie bis auf 1 Zentimeter Genauigkeit gehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel unsere Oberfläche hier sehen, wenn man einfach nur die Flächen sich anschaut, da ist die Tiefenschärfe auf ungefähr 25 cm. Wenn man sich Städtemodelle anschaut, das können Sie bei uns auch mal anschauen, wie Landshut, dann ist man auf 6 cm. Also das ist, wenn man durch eine Stadt fährt, hat eine ganz andere Tiefenschärfe, als wenn man jetzt zum Beispiel durch diese Berge fährt. So, sind wir mit dem Tourismus einfach, haben wir verstanden, sind wir einfach mal unterwegs gewesen, aber das bietet natürlich noch einiges mehr. Das heißt, das könnte doch auch für andere Dienstleister von mir aus, Architekten oder was auch immer, interessant sein. Ja, das ist unser Ansinnen auch, was uns bewegt und was uns treibt, ist, dass man zum Beispiel in der Neuzeit, wo das Thema gerade in Bayern, rund um München, enger Wohnungsbedarf und so weiter, wie kann man denn neue, moderne Verkehrskonzepte entwickeln? Wie kann man denn für diese Verkehrskonzepte irgendwelche neue, sage ich jetzt mal, Mobilität auch für, ja, wenn man 80, 90 Kilometer weg vom Arbeitsplatz ist, was gibt es da, bietet das an Möglichkeiten? Und dann kann man natürlich Simulationen starten. Man kann also Schnelltrassen simulieren. Man kann, was der Professor Siegert gemacht hat, auch Windmühlen in die Landschaft stellen. Also man hat hier eine vielfältige Möglichkeit, ja, dass man Zukunft gestaltet, Digitalisierung, aber die Landschaft nicht verändert. Wie kann man also beides verändern, ohne was zu verändern? Das ist also eine schöne Herausforderung. Ja, das ist sehr interessant. Und die Gäste der ITB können zu Ihnen kommen. Wo findet man sie? Man findet uns in der Bayernhalle. 6-2 ist das, glaube ich, ausgeschildert. Unser Stand ist die 124-124, direkt an der Ecke, wo da auch Franken groß drüber steht. Da sind wir zu finden. Dann vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für Ihr Zuschauen zu und viel Erfolg und Ihnen viel Spaß, wenn Sie den Stand besuchen.